Viele kennen SOS Kinderdorf als große Spendenorganisation. Aber wie ist es bei SOS Kinderdorf zu arbeiten? Lasst uns doch mal hinter die Kulissen der Geschäftsstelle in München schauen. Rund 400 Mitarbeitende aus den unterschiedlichsten Bereichen halten dort alles am Laufen. Und heute fragen wir sie, was die Arbeit bei SOS so besonders macht. Geht's so mit dem Kabel? Und Action! Also, los geht's. Warum arbeitet ihr bei einem sozialen Träger wie SOS Kinderdorf? Der Unterschied für einen sozialen Träger oder grundsätzlich für SOS Kinderdorf zu arbeiten im Gegensatz zur freien Wirtschaft ist, es ist ein ganz anderes Miteinander. Also es ist sehr viel mehr auf den Menschen fokussiert, auch auf die Mitarbeiter fokussiert. Wenn es den Mitarbeitern gut geht, können die ihre Arbeit gut machen. Und da wird sehr viel Herzblut reingesteckt und das ist schon ein großer Unterschied. Ich finde schon, dass man spürt, dass wir für einen Sinn und einen Zweck arbeiten. Das ist in vielen anderen Firmen, die ich davor gearbeitet habe, manchmal nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, also für mich ist es total schön zu sehen, weil ich jeden Tag Geschichten lese, was die Menschen alles von SOS Kinderdorf bekommen haben und wie sich dadurch ihr Leben verändert hat. Und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weil ich in irgendeiner Art und Weise auch dazu beitrage. Mittlerweile gibt es SOS Kinderdorf ja auch schon seit über 70 Jahren. Mit dieser langen Geschichte, fühlt sich das Arbeiten bei euch eher konservativ an oder seid ihr doch schon mehr so die Innovativen? Ob wir traditionell oder modern oder innovativ sind, ich finde jetzt gar keinen Begriff wirklich toll, muss ich sagen, weil das Grundthema vom Verein ist ja, Kinder in Obhut zu nehmen, Familien zu unterstützen, Jugendliche zu unterstützen und so weiter. Und das ist ja was sehr Zeitloses. Also ich würde traditionell auf jeden Fall positiv bewerten. Ich stand, bevor ich bei SOS angefangen habe, genau an dem Punkt, gehe ich zu einem ultramodernen, total innovativen und Chaka-Unternehmen aus der Medizinbranche oder gehe ich zu SOS Kinderdorf? Und dann habe ich mir natürlich auch irgendwie die Frage gestellt, wo würde ich mich mehr aufgehoben, mehr zu Hause fühlen? Ich glaube, ich wäre einfach in so einem großen internationalen, wo immer alles nur getrieben ist vom Fortschritt, von der Innovation, Unternehmen nicht glücklich geworden. Und deswegen habe ich mich am Ende für ein traditionelles Unternehmen entschieden. Also deswegen ist es für mich gar nicht negativ. Was schon echt auffällt, ist die gute und sehr angenehme Atmosphäre bei euch. Wie macht ihr das? Mein Gefühl ist, dass bei SOS Kinderdorf ganz viele Menschen arbeiten, die empathisch sind und in irgendeiner Weise was Gutes machen wollen. Und das merkst du einfach auch am Miteinander. Also unsere Leitung schaut immer darauf, dass wir auch viele Teamzeit miteinander haben. Das ist auch schön bei SOS, dass hier auch drauf geguckt wird, dass auch wirklich die Kultur gelebt wird, das Miteinander gelebt werden kann und auch die Freiräume dafür geschaffen werden. Dass das Miteinander hier eine so große Rolle spielt, ist ja schon mal super. Aber gibt es auch noch andere Vorteile und Benefits? Also wir haben echt coole Leistungen von unserem Arbeitgeber. Und zwar so viele, dass ich sie ablesen muss. Finanzielle Vorteile. Ein attraktives, am TVÖD orientiertes Gehalt. Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen. 31 Tage Urlaub. Flexible Arbeitszeiten. Eine 100%ig arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge. Ein umfangreiches Paket weiterer Leistungen mit Zuzahlung bei Naturheilkunde. Okay, wir haben verstanden. Es gibt eine Menge. Also es gibt viele Pluspunkte hier in der Geschäftsstelle bei SOS. Erstmal finde ich super, dass das Büro total zentral ist, dass ich schnell hinkomme. Das ist für mich Lebensqualität, denn ich gewinne Zeit. Also Essen Bistro ist super. Das Tollste daran ist, dass das Team, das hier zuständig ist, ja nur einen Teil Catering-Essen weiterleitet und den ganzen Teil selbst macht. Und das ist sehr schön, weil die auch ein bisschen auf individuelle Wünsche eingehen. Also es wurden schon Eisbecher konfektioniert und haben dann den Namen von der Mitarbeiterin bekommen. Okay, ein Bistro mit Alpenblick und individuellen Eisbechern klingt beides super. Aber könnt ihr bei SOS auch flexibel arbeiten? Bekommt ihr hier Beruf und Privatleben gut unter einen Hut? Flexibel kann man bei SOS Kinderdorf sicher arbeiten. Und das ist natürlich schön, dass man selbst bestimmen kann, zum größten Teil. Bei uns ist es so, dass wir ein-, zweimal in der Woche bestimmte Tage haben, wo wir drin sind. Und ansonsten kann ich meine Zeit frei bestimmen. Bin alleinerziehend. Ja, ich habe zwei Kinder. Das heißt, ich muss in der Früh die in den Kindergarten, Schule bringen, nachmittags abholen. Und das kann ich hier wunderbar verbinden. Super. Und wie schaut es mit der beruflichen Weiterentwicklung aus?
Unsere Stabstellenleitung ist da mega hinterher. Wir können sagen, welche Weiterbildungen wir gerne machen möchten. Und sie schaut, ob das ins Budget passt und ob das auch zu dem Thema passt, was uns irgendwie gerade betrifft. Ich persönlich finde, dass man bei SOS Kinderdorf immer die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Es liegt aber auch ein bisschen in den Händen jedes Einzelnen, inwieweit er und oder sie auch die Initiative dafür ergreift. Als ich hierher kam, war ich sogar am Anfang überfordert, weil mir so viele Gestaltungsspielräume gegeben wurden. Dann hieß es, ah ja, mach mal, du darfst dich gern ausprobieren. Und am Anfang fand ich das sehr schwierig, aber jetzt liebe ich es, weil ich es mir einfach selber einteilen kann und ganz, ganz viele Ideen auch immer mit einbringen darf. Was mich auch noch sehr interessiert, ist der Einstieg bei SOS. Wie läuft denn das Onboarding so ab? Also ich glaube, die ersten Tage im Verein sind ganz klar zur Orientierung da, dass erstmal gesehen wird, man ist neu, man kennt sich noch nicht aus, man weiß noch nicht, wie hier die Abläufe sind und was um einen herum so passiert und hat auf jeden Fall, ja, Schlagwort Welpenschutz. Also die Einarbeitung, muss ich sagen, lief hier echt sehr, sehr gut. Die Kollegen, alle, so wie sie in unserem Team da sind, auch wenn sie viel Stress hatten, waren immer für einen da. Und jetzt zum Schluss noch die allerwichtigste Frage. Würdet ihr euch wieder für SOS Kinderdorf als Arbeitgeber entscheiden? Ich würde mich schon nochmal für SOS als Arbeitgeber entscheiden, ja. Ja, ich würde mich nochmal für SOS Kinderdorf entscheiden, 100%. Ich würde mich auf jeden Fall wieder für SOS Kinderdorf entscheiden. Ich würde mich definitiv wieder für SOS entscheiden. Ich würde mich heute auf jeden Fall wieder bei SOS Kinderdorf bewerben, weil ich jetzt das bestätigt weiß, was ich mir vor 11 Jahren erhofft habe.